Hey Leute, was geht ab? Euer Pax ist am Start und heute wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zur 22. Folge Trainerkarriere mit Tottenham Hotspur. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge eine richtig wichtige Partie gewonnen, nämlich gegen Liverpool. Ihr könnt hier nochmal die Tabelle anschauen. Wir haben jetzt ein Spiel weniger als Man City und als Liverpool und haben 48 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen und halt Liverpool und Man City kein Spiel haben, dann sind wir auf jeden Fall auf dem zweiten Platz garantiert und eventuell auch auf dem ersten Platz, wenn wir ja hoch siegen, sage ich mal. Auf jeden Fall gibt's heute zwei Spiele, einmal hier gegen Crystal Palace und ich glaube das zweite Spiel gegen West Bromwich Albion. Auf jeden Fall gehen wir hier rein in die erste Partie. So, zack, 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 geht's weiter. Und wir packen natürlich Pogba rauf, nicht vergessen. Pogba für Dembélé. Pogba, Dembélé kommt natürlich auf die Ersatzbank. Und dann werden wir so in die Partie gehen und dann sehen wir uns bei der ersten Szene wieder. Oh, oh, Ward mit der Flanke. Und schön rausgeköpft. Und jetzt nach vorne. Nach vorne, da steht Soldado. Schön gemacht auf Memphis Depay. Memphis Depay. Ziehen wir da vorbei an Mariappa. Schaffen wir es. Mit dem Berber-Spin gehen wir in die Mitte, in die Mitte. Mit dem Rabona-Fake. Scoop-Turn. Komm, Depay. Mit der Rabona-Flanke auf Eriksen, aber der kann nicht köpfen. Der kann nicht köpfen. Oh, schöner Pass auf Memphis Depay. Der ist jetzt durch. Der ist frei durch. Memphis Depay. Memphis Depay macht das 1:0 in der 42. Spielminute hier. Richtig nice hier. Schön gespielt. Schöner Chip-Pass da auf Depay. Und der ist frei durch. Und der muss es machen und macht das auch hier. Der Chip-Pass kam von Soldado. Ja, dass er Vorlagen gehen kann, wissen wir jetzt nicht ab. Nur, wissen ja nicht schon ab heute. Nee, also was labe ich hier? Ja, kann auch Vorlagen machen, so kurz gefasst. Auf jeden Fall 1:0 hier, Memphis Depay. Jetzt haben wir hier einen Freistoß, meine lieben Freunde. Pogba wird ihn natürlich treten. Paul Pogba. Ich hoffe mal, der wird ein bisschen gefährlich. Pogba mit dem Freistoß. Pogba mit dem Freistoßtor. Oh mein Gott, ich hab's ihm gesagt. Hoffentlich wird er ein bisschen gefährlich und dann geht er rein, Leute. Dann geht er rein. Ich weiß gar nicht, aus welcher Distanz das war. Ich glaube, mindestens 30 Meter waren das auf jeden Fall. Pogba hier mit einem richtig geilen Freistoßtor. Richtig nice hier, richtig nice. 2:0, 5. Spielminute. Schauen wir uns den Freistoß nochmal an. Zack. Okay, der war jetzt aber. Hätte eigentlich einen anderen Keeper halten können, oder? Obwohl. Der hat sich eigentlich richtig gut gedreht. Aber der Keeper sieht auch in der Situation richtig schlecht aus. Aber ja, interessiert mich nicht. Neuer Spielstand. 2:0, meine lieben Freunde. Was ist jetzt los? Jetzt wird die Mauer nochmal verwarnt, Leute. Er wollte Crystal Palace uns austricksen. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Jetzt kann ich den Schützen nicht wechseln. Doch, ich denke mal, es wird jetzt dieses Mal Depay treten. Memphis Depay, Leute. Und gerade Hangelan steht da ganz links, der Größte, oder was? Depay mit dem Freistoß. Memphis Depay. Und wir treffen nur den Kopf. Schade. Aber wir haben jetzt hier noch eine Ecke. Die Ecke kann ja auch gefährlich werden, hinten auf Erik Dohm. Erik Dohm legt jetzt hier nochmal ab für Paulinho. Und Paulinho, da ziehen wir ab, Paulinho. Und da ist das 3:0. Soldado kommt da angestürzt und köpft das Ding hier rein zum 3:0. Sehr nice hier. Wie gesagt, Leute, ich hab's ja gesagt, die Ecke kann auch noch gefährlich werden. Und da ist ein Eckballtor. Eigentlich ja, kann man sagen, dass es ein Eckballtor ist. Paulinho zieht hier ab. Der Keeper hält und Soldado kommt da einfach angelaufen. Und Boots, Junge, macht das Ding rein hier zum 3:0. Neuer Spielstand, wie gesagt, 3:0. Oh, oh, Crystal Palace jetzt hier nochmal in der 90. Ein Angriff, Bennen mit der Flanke auf Bolasie. Bolasie mit dem Kopfball, aber der geht daneben, Leute. Und da haben wir haben eigentlich schon so oder so gewonnen, 3:0. Wird Crystal Palace hier nicht mehr aufholen. Und gerade nicht in der 90. Und Depay ist verletzt. Depay ist verletzt. Ach, eine schlimme Nachricht hier. In der 90. Minute. Eine richtig schlimme Nachricht, Mann. Das kann auch nicht sein. Ja, Leute, da haben wir das Spiel hier 3:0 gewonnen gegen Crystal Palace. Und ich würde mal sagen, geht auf jeden Fall verdient hier. 8 Schüsse haben wir aufs Tor, 3 Tore. Crystal Palace hat 1 Schuss aufs Tor. Auf jeden Fall sehen wir uns jetzt hier beim zweiten Gegner wieder, nämlich gegen West Bromwich Albion müssen wir jetzt ran. Und dann, ja, sehen wir uns jetzt hier gleich bei der Teamaufstellung nochmal wieder. So, gegen Albion, da müssen wir auf jeden Fall, Depay ist doch nicht verletzt, meine lieben Freunde. Also war bloß leicht angeschwollen oder was stand da? Ich glaube, eine leichte Schwellung oder sowas, das waren 1 bis 2 Tage da wieder weg gewesen. So, dann müssen wir auf jeden Fall wieder Pogba raufmachen. Für Rose und Pogba kommt dieses Mal für Paulinho. Leute, hier, jeder kriegt hier einen Pfeil hoch, außer Vertonghen, Kabule, Walker und Januzaj, aber die anderen
permanent hier nach oben die Pfeile. Außer Chatli, der eh nicht spielt. Auf jeden Fall lasse ich jetzt mal hier Grota spielen. Den habe ich einfach mal... Ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr spielen lassen, glaube ich. Auf jeden Fall sehen wir uns bei der ersten Szene wieder, meine lieben Freunde. Yeah, yeah, yeah. Schön von Eriksen, wie er sich den Ball da geholt hat. Hacke zu Hacke. Gehen da vorbei. Weiter auf Hygrota. Kommt er da ran? Hygrota. Schön gespielt. Hygrota. Hygrota vielleicht mit dem 1-0. Da ist das 1-0 hier. Gleich mal in der dritten Spielminute durch diese schöne Vorarbeit von Christian Eriksen und diese schöne Verwertung von Branimir Hygrota. Leute, da hat sich auf jeden Fall, habe ich mal wieder alles richtig gemacht, dass wir Hygrota von Anfang an spielen lassen haben. Weil hier macht er gleich das 1-0 für uns. Wie gesagt, dritte Spielminute. Branimir Hygrota. Neuer Spielstand. 1-0. Machen wir lieber kurz hier auf Pogba. Da machen wir einfach mal einen Longshot mit Pogba. Aber Mayhill steht da und pariert den Ball, hat den Ball, fängt den Ball, besitzt den Ball, kauft den Ball. Nee, kaufen nicht. Oh, schön geholt hier von Hygrota. Macht er das 2-0? Macht er das 2-0? Macht er das 2-0? Nein, er macht es nicht. Nein, er macht das nicht. Pogba vielleicht jetzt nochmal. Pogba aus der Distanz. Pogba und Mayhill. Mayhill. Fängt einfach den Ball. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Hygrota hat hier das 2-0 auf dem Fuß. Und macht es nicht. Schade. Schön von Pogba. Pogba geht da hier vielleicht noch vorbei. Pogba mit dem zweiten Berberspin. Jawohl. Ziehen wir zurück. Pogba. Ah, Pogba. Da hat noch der Schuss gefehlt. Mann, Leute. Jetzt aber vielleicht nochmal nach vorne. Schnell nach vorne hier. Hygrota. Eriksen. Pogba ist immer noch da vorne. Pogba. Pogba, Dembélé. Und jetzt ganz nach unten. Auf Januzaj. 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 Na, haben wir immer noch. Adnan Januzaj. Und jetzt verlieren wir den Ball. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt Eriksen aber. Macht das 2-0. Christian Eriksen. Eriksen. Und er ist eiskalt vom Tor und macht hier das 2-0. Jawohl, Leute. Endlich hier das verdiente 2-0 in der 86. Spielminute. Sehr nice. Ich weiß gar nicht, wer den Pass da auf Eriksen gespielt hat. Können wir jetzt nochmal anschauen kurz. Der Pass hat... Ja, habe ich ja... War jetzt hier nicht drauf. Ich glaube aber Hygrota hat da den Pass gespielt. Hygrota oder Pogba, ich bin mir nicht sicher. Aber trotzdem hier ein neuer Spielstand. 2-0. Torschütze Eriksen. Ja, Leute, da ist es vorbei. Da haben wir 2-0 gewonnen gegen West Bromwich Albion. Und ja, Statistik ist auf jeden Fall wieder besser. Also gehen die beiden Siege, die wir heute geholt haben, auf jeden Fall in Ordnung. Andere Spiele. Man City hat unentschieden gespielt. Man City hat unentschieden gespielt. Und wir sind, das möchte ich jetzt mal sehen. In der nächsten Folge gibt es hier FA Cup gegen Liverpool. Und wir sind Tabellen. Leute, wenn wir jetzt Erster sind, wäre es richtig Hammer. Hier, ich möchte mir FA Cup nochmal anschauen. Wenn wir gegen Liverpool gewinnen, müssen wir gegen Manchester United oder gegen Fulham. Wird schwierig. Barclays Premier League. Wir sind auf dem Ersten, Leute. Wir sind auf dem Ersten. Ja, Leute, endlich ist der Traum wahr. Wir sind hier endlich auf dem ersten Platz. Aber durch eine Niederlage in der nächsten Folge oder sowas könnten wir eventuell auch schon wieder auf dem zweiten Platz landen. Aber eventuell sogar auf dem vierten. Wenn ManU, Liverpool und Man City gewinnen, könnten wir im schlimmsten Fall auf den vierten Platz rutschen, aber ich hoffe mal nicht, dass wir in der nächsten Folge verlieren werden. Auf jeden Fall war es das jetzt schon wieder mit der 22. Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich schaue hier nochmal kurz in die E-Mails rein. Tottenham, Vorstand, okay. Ja, bla bla bla. Interessiert keinen. Auf jeden Fall war es das jetzt hier mit der 22. Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ein paar Däumchen nach oben. Dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Euer Pax Raider. Tschüssikowski. Ciao.